ersten Folge der digitalen Gemeinderatsinfo in Podcast-Form. Das ist ein neues Format, was wir ab jetzt beginnen. Monatlich diskutieren unsere Stadträte Friedemann Kallenbach, Petra Lorenz und Jürgen Wenzel, schön, dass ihr da seid, über die politischen Themen im Gemeinderat. Mein Name ist Michael Schlittenhardt und wir steigen gleich ein mit den großen Themen, die letztens dran waren. Was hat euch denn bewegt zurzeit, Friedemann? Also echte Sorge macht uns allen die Situation im Spanischen Staatstheater. Die Vorgänge dort, die sind wirklich besorgniserregend. Wir haben über die BNN und viele Medien gehört, dass viel schlechtes Arbeitsklima da ist und gerade Kreativität braucht vertrauensvolle Verhältnisse. Und da müssen wir echt einsteigen, da müssen wir Maßnahmen ergreifen und da wollen wir auch als Fraktion dranbleiben. Petra, vielleicht kannst du sagen, was deine Gedanken dazu sind. Also als wir das gehört haben oder mitbekommen haben, in welcher Massivität auch die Vorwürfe an die Öffentlichkeit gekommen sind oder an uns herangetragen wurden, stand eigentlich für mich oder für uns gleich fest, es gibt nur einen gangbaren Weg und der wäre gewesen, den Intendanten zu beurlauben. Mhm. Einfach auch mal, um aus den Druck aus dem Kessel zu nehmen, für beide Seiten, für ihn übrigens auch. Und dann macht man ganz klar eine Analyse, was ist dran daran an den Vorwürfen, auch in welcher Form. Und dann hätte man eine Entscheidung treffen können. Aber ein weiter so in dieser Situation finde ich äußerst schwierig. Was meinst du? Das sehe ich genauso. Ich finde es auch sehr, sehr schwierig, die Situation den Mitarbeitern zu erklären. Es ist ja sehr viel aufgekocht und wir haben ja den Ausdruck toxisch, also es ist ein richtig vergiftetes Verhältnis gewesen und da kann man nur einen Cut machen, eine Pause machen, eine Bestandsaufnahme, was ist passiert, was passiert, nicht nur das, was in den Medien waren, sondern auch ein bisschen tiefer gehen, zu hören, was kommt aus dem Personalrat. Und wenn man diese Analyse hat, dann aufbauen, neue Möglichkeiten finden und ob das Thema Generalintendant oder dieses System zukunftswürdig ist oder ob man das auf mehreren Schultern verteilen muss, das müssen dann die Fachleute sehen. Und ich glaube, Generalintendant, und das sagt mir viele Leute, ist sowas wie eine Diktatur und die Zeit der Diktaturen sind eigentlich meinerseits rum. Ja, ihr werdet das auch weiter einfordern, nehme ich an. Auf jeden Fall. Auf den nächsten Sitzungen, wenn es zur Sprache kommt. Ein weiteres Thema, was dich, Petra, vor allem beschäftigt hat, war die südliche Waldstraße. Du bist ja im Handel sehr aktiv. Da ging es um die Fahrräder. Ja, das ist leider so eine Geschichte, die halt oft, also man will immer dem Handel helfen, vergisst aber im Prinzip, dass es ein ganzer kleiner Mikrokosmos ist und es reicht eben nicht zu sagen, einzelne Straßen von den Autos oder von den Parkflächen zu befreien, sondern man braucht ein Gesamtkonzept. Und jeder, der die südliche Waldstraße kennt, weiß, dass dort eben auch ein reger Fahrradverkehr herrscht, sogar Fahrradrasverkehr, sage ich mal vorsichtig in Anführungszeichen. Und wenn wir für den Handel und die Gastronomie in der Straße was tun wollen und die Attraktivität dieser schönen Einkaufsstraße mit den vielen Boutiquen wiederherstellen wollen, dann hätte man eigentlich auch in dieses Gesamtkonzept die Fahrräder mit reinpacken müssen. Ich will jetzt nicht sagen, dass man es unbedingt komplett sperren muss, aber man muss es zumindest erschweren, dass es nicht jetzt wie so eine Rampe für die Sophienstraße die Auswirkung hat. Wir waren gestern vor Ort, wir haben das wieder hautnah miterlebt. Es steht ein großes Müllfahrzeug auf der Straße, die Fahrräder rasen rechts und links vorbei. Also flanieren oder auch sitzen da am Straßencafé ist fast lebensgefährlich, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Friedemann, du bist Berufsfahrradfahrer sozusagen, du bist meistens mit dem Fahrrad unterwegs. Jürgen ja auch. Ich oute mich, ich bin Hobbyradfahrer. Genau, wie gehst du mit dem Thema um? Was ist eine Möglichkeit für Fahrradfahrer? Ich sehe schon das Problem bei mir, dass wir oft die kürzesten Wege suchen und die südliche Waldstraße ist eben der kürzeste Weg, wenn man sozusagen die Innenstadt möchte. Deswegen muss man entsprechende Alternativen schaffen. Ich finde, es kann nicht so schwierig sein, jetzt eine Straße über die Herrenstraße sozusagen eine Umgehung für die Fahrradfahrer zu bauen, sodass die auch das gerne benutzen. Nicht nur mit Verboten, sondern mit besseren Umgehungsstraßen für Fahrradfahrer. Und das gilt für die ganze Innenstadt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch eine Verantwortung gegenüber dem Fußgänger, dem schwächsten Bindeglied eigentlich. Also wir sind ja auch ältere Leute unterwegs mit Rollatoren oder ist man mit kleinen Kindern unterwegs, die man auch nicht an der Leine führt. Genau. Und denen gegenüber haben wir auch eine Verantwortung, ganz klar. Und die Leute sollen auch Spaß haben, wenn sie durch die südliche Waldstraße gehen, diese tolle Straße mit Flair, mit Atmosphäre und das stört jeglicher Verkehr eigentlich. Und deshalb denke ich, sollten wir wirklich ein Radfernkonzept oder ein Radinnenkonzept
anlegen, wie wir gesagt haben und auch schon lange fordern. Die Fernverkehrsstraße darf nicht durch die Wallstraße, sie muss drumherum geführt werden. Mhm. Und zwar auch baulich so, dass die Querung der Wallstraße unattraktiv wird. Ja, und genau. Wie wir alle Radfahrer sind, wir sind ja bequem und wir wollen ja so nah wie möglich genau, ans Ziel. Und das geht manchmal dadurch, dass die Straße, die uns leitet, vielleicht attraktiver ist. Und da sehe ich die Aufgaben auch für die Zukunft. Und da wollen wir auch in die nächsten Sitzungen Anträge und Ideen einbringen. Genau, ihr hattet schon einen Änderungsantrag eingebracht zum Thema südliche Wallstraße. Genau. Da ging es darum, den Fahrradverkehr rauszuhalten, neben den Autos auch, also eine Fußgängerzone eigentlich zu schaffen und die Umgehung auszubauen, so schnell wie möglich. Das wurde ja leider abgelehnt. Ja. Gibt es denn noch eine Chance oder wie geht ein weiterer also Weg? Also ich sehe eine Chance im Entwicklungsplan und wir hatten den Radfernweg über die Heerenstraße Karlstor und es wurde uns auch ja schon mal zugesagt, sobald die Bauarbeiten in der Karlstraße beendet sind, die jetzt am Karlstor mit der Kombilösungsmaßnahme dort praktiziert werden. Es wird jetzt wahrscheinlich etwas länger dauern, aber ich sehe da große Hoffnung, dass die Anbindung zur Fienstraße übers Karlstor Heerenstraße kommt, aber sie muss dann auch attraktiv werden. Ja. Thema Attraktivität. Die Sicherheit in der Innenstadt ist ja ein großes Thema von dir auch, Jürgen. Da ging es auch im letzten Gemeinderat darum, um das Sicherheitskonzept, was ja kommen sollte jetzt in diesem Sommer. Was hat sich da entwickelt? Oder wie, besser gefragt, was stört dich, was sollte weiterkommen? Also was mich generell stört, dass es so lange dauert. Wir haben schon das Ganze seit Jahren, eigentlich sind wir dran. Wir haben das Thema auch mit unserer neuen Fraktion sehr früh aufgenommen und was mich halt stört, es hieß erstmal ja zum Sommer, weil man weiß, im Sommer ist der Aufenthalt im Freien und auf den Plätzen viel attraktiver und wird schneller zum Brennpunkt als im Winter. Und wir haben es erlebt in Frankfurt, wir haben es erlebt vorher in Stuttgart, dass aus einfachen, harmlosen Szenen eine explosive Masse passieren kann. Und deshalb bin ich jetzt erstmal enttäuscht, dass wir wieder warten. Und wir haben es vor kurzem in Karlsruhe erlebt, dass 50 Jugendliche plötzlich in einer gefährlichen Mischung da waren, die Gott sei Dank nicht explodiert sind, da man deeskalierend gewirkt hat. Und deshalb wollen wir auch das Thema fester Standpunkt in der Innenstadt weiter vorantreiben. Jürgen, vielleicht kann ich es ergänzen. Unsere politische Konkurrenz hat eigentlich sofort Ergänzungsanträge gestellt. Und zwar mehr Sozialarbeiter, mehr irgendwelche soziale Dinge. Es ist eigentlich, scheint gar nicht bekannt, was in unserer Stadt alles an sozialen Dingen läuft. Und das ist gar keine Unausgewogenheit. Wir haben eher Defizit in ordnungspolitischen Dingen. Mhm. Und das muss man einfach hier nochmal wirklich ganz deutlich sagen. Wir sind gut aufgestellt in sozialen Bereichen. Hat sogar der OB bei der Sitzung zugegeben und pointiert gesagt, wir haben eine gute soziale Arbeit in der Stadt und deswegen braucht es hier eher ordnungspolitische Maßnahmen, die hier greifen. Also wir sehen beides, aber hier hat es immer ein Defizit. Genau, und da will ich gerade einloggen. Wir wissen, dass große Teile unserer Stadt absolut sicher sind. Genau. Wir haben aber die Brennpunkte, die in der Partymeile, Europaplatz, Klein-Marokko bis zum Mühlburger Tor und in den Hinterstraßen sind. Jürgen, jetzt musst du uns aber Klein-Marokko erklären. Petit Marokko. Das nennen eigentlich die Betreiber der Barbershops und der Döner sich nämlich selber, denn sie haben eine kleine Heimat dort gefunden. Mhm. Und es ist kein Schimpfwort, wie man meint, sondern es ist einfach ein Bereich, wir kennen es aus New York, da gibt es so Szenenviertel. Genau, Soho, Little Italy, es gibt dort Klein Odessa und so haben die Einheimischen, die meistens aus den Agrab-Staaten kamen, ihren Teil einfach Petit Marokk genannt, kleines Marokk, weil sie sich da heimisch fühlen. Mhm. Und auch diese Bürger, die auch auf uns zukommen, sagen, ja, wir sind aber nicht ganz zufrieden, was abends passiert. Genau. Denn unsere Kunden bleiben auch weg, wenn sie nicht das Gefühl haben, hier sind sie sicher. Genau. Deshalb die Konzentration im Innenbereich. Ja, super. Genau, wir haben jetzt auch noch drei große Themen, die Themen der Sendung. Die Majolika, die Parkhäuser und der Genderstern. Wir steigen ein in die Majolika. Das ist eigentlich ein ganz wichtiges Thema. Viele kennen es aber gar nicht. Das ist die Keramikmanufaktur. Hinter dem Schloss, der blaue Strahl führt dahin. Viele kennen die gelben Strahle, die zum Schloss auch führen. Und eigentlich findet man überall in der Stadt Keramik von der Majolika. Oder auch das goldene Bambi war ursprünglich von der Majolika.
Jetzt ist es leider so, dass seit Jahren viel Geld in die Majolika auch von der Stadt gepumpt wird. Aber es scheint ja nichts ins Rollen zu kommen. Jetzt war es auf der letzten Gemeinderatssitzung auf der Tagesordnung und es ging wieder um sehr hohe Beträge, ursprünglich 300.000 Euro, in der Vorlage jetzt 150.000 Euro, die dann auch durchgegangen sind, die wieder in die Majolika bezuschusst werden, um die Majolika am Leben zu halten. Jürgen, du hattest ja einen Bericht geschrieben in der Stadtzeitung, dem Amtsblatt der Stadt Karlsruhe, zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig. Friedemann, dein Thema war die Majolika ja auch bei der Sitzung. Wie geht's weiter? Gibt es eine Zukunft von der Majolika überhaupt noch? Es ist immer schwierig, wenn eine Institution sehr groß war, sehr bedeutsam und sie hat einen Abschwung. Dann wie kann man den Umschwung wieder einleiten? Und das ist die große Frage, vor der wir stehen. Also wir meinen auf jeden Fall nicht, indem man jetzt noch mehr Geld reinpumpt, sondern wir erwarten, dass hier ein sauberes, klares Konzept kommt. Wir erwarten eine klare Finanzierungsgrundlage. Und die ist uns beides ist nicht geliefert worden. Deswegen sagen wir einfach Nein zu dieser Vorlage. Das heißt, wir stimmen nicht gegen die Majolika, sondern wir sagen, die Majolika hat nur eine Chance, immer richtig wieder mit Konzept und mit richtiger Finanzierung einsteigen. Deswegen ist ein Investor eine gute Idee. Investoren sind nicht vom Teufel, sondern die können helfen, Zukunft zu geben. Es könnte natürlich auch, Petra, du könntest es vielleicht besser erklären, an der Stelle noch andere Möglichkeiten geben. Ja, bei solchen Dingen hängen sehr viele Emotionen dran, auch für viele Karlsruher, das ist ganz klar verständlich. Mein Bambi, das war schon ein Highlight hier in Karlsruhe und dass man die nicht so einfach ohne weiteres aufgibt, das ist unfraglich. Aber man muss sich auch ganz klar vor Augen führen, was will man eigentlich? Will man sie erhalten, so wie sie jetzt ist? Und dann werden wir ganz deutlich viel mehr Geld in die Hand nehmen müssen. Da reden wir von mehreren Millionen Steuergeldern, um zu sagen, wir machen das weiter im künstlerischen Bereich, in dem Niveau oder pushen es auch noch weiter nach oben, dass es auch was Tragfähiges ist. Oder Variante B ist dann, man nimmt einen Investor mit ins Boot, der das Ganze mehr konsumiger macht, mehr touristisch auch ausbaut, eine künstlerische Seite daran lässt. Das wäre die Variante B, die auch möglich ist, aber man muss sich auch ganz klar vor Augen führen, dass die Majolika dann in eine andere Richtung marschiert. Das muss ja nicht unbedingt falsch sein. Ja. Das sind halt einfach auch so Wandel in der Gesellschaft, wenn man sich mal selbst überlegt. Früher hat man zur Hochzeit von der Mama irgendwie Villeroy und Boch, also fing an, so ein Service anzuschaffen und von der Oma gab es dann noch drei Tassen dazu. Heute ist es halt trendy, irgendwo in einem Supermarkt oder bei Ikea sein Geschirr zu kaufen und nach 2-3 Jahren nimmt man was anderes. Und diesen Wandel spürt halt diese Keramikmanufaktur ganz deutlich. Es ist halt nicht mehr so zeitgemäß, auch bei den jungen Leuten kommt es nicht mehr so an. Und deswegen stellt sich ganz klar die Frage, wo will man mit der Majolika in Zukunft hin? Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, mir wäre die Variante mit dem Investor sehr sympathisch, der da im Raum steht. Der ist auch sehr professionell und ich bin der Überzeugung, dass der das Schiff auch zum Laufen kriegen würde. Aber es gibt natürlich dann wieder Gegenstimmen, die sagen, dann ist mehr Verkehr im Hartwald an der Stelle und da kommen Busse mit Touristen und das wollen wir nicht, weil dann halt auch mehr Schadstoffausstoß ist und es ist nicht mehr die Majolika, die wir damals kannten. Die Meinung kann man auch vertreten. Aber zu sagen einfach, wir pumpen jetzt nochmal 150.000 rein, wie der Jürgen gesagt hat, zu viel zum Leben, zu wenig zum Leben, zu viel zum Sterben. Das macht für mich keinen Sinn. Das ist im Prinzip, wie wenn wir das Geld zum Fenster rauswerfen. Ja. Also entweder müssen wir sagen, richtig, dann geben wir richtig Gas, dann müssen wir auch richtig Geld investieren oder wir sagen Nein an den Investor oder das Thema ist gegessen, ganz klar. Und ich will es noch ergänzen. Es ist tatsächlich so, die Majolika hängt am Tropf der Stadt, wie viele Kultureinrichtungen und wir sind in Zeiten der Pandemie, der Corona-Pandemie und kann sich die Stadt Karlsruhe es leisten, viele Kulturunternehmen mitzuschleppen. Wir wissen es, im Ausland ist es ganz einfach. Entweder du hast wirtschaftlichen Erfolg und den sehe ich auch nur bei einem Investor, mit Abstrichen natürlich bei Kunst und Kultur, aber sie kann sich selber tragen oder es wird ein Auslaufmodell, dann ist es nämlich zu viel zum Sterben, es wird dann einfach nicht mehr ausreichen. Und wir müssen auch sehen, uns die Verantwortung wahrscheinlich in den nächsten Jahren, die wir haben, wie können wir den Haushalt dieser Stadt so hinbekommen, dass er genehmigungsfähig ist. Denn ich sehe immer noch die Gefahr, was viele Kollegen im Gemeinderat noch nicht sehen. Wenn wir keinen genehmigungsfähigen Haushalt hinbekommen, dann kommen wir unter Aufsicht und dann können wir als Gemeinderat unser Königsrecht überhaupt nicht mehr machen. Ja.
Das heißt sozusagen Zwangsverwaltung. Genau. Und die Gefahr besteht. Wäre die Konsequenz, ja. Genau. Weiteres Thema waren die Parkhäuser. Das war ein Vorschlag der Grünen, die Parkhäuser umzuwidmen. Also einen Ideenwettbewerb auszuschreiben, ob man da Ateliers reinmacht oder auch für Wohnungen das umwidmet. Auch die Parkhäuser in der Innenstadt. Ja. Petra, du bist ja jetzt hier wieder betroffen im Bereich Handel. Wie gehst du damit um? Es trifft ja nicht nur den Bereich Handel, sondern alle, also eben auch Gastronomie und Dienstleister. Es trifft die alten Menschen. Prinzipiell muss man sagen, ist ja kein schlechtes Thema, aber es ist wahrscheinlich der falsche Zeitpunkt. Weil bevor wir über einen Wettbewerb, über Umnutzung von Parkhäusern nachdenken, auch hier brauchen wir erstmal ein Gesamtkonzept. Weil meiner Meinung nach macht es zunächst mal Sinn, den ruhenden Verkehr in die Parkhäuser zu bringen, dass wir nicht so viele Autos in der Stadt rumstehen haben, in Anführungsstrichen. Und wenn wir dann merken, es gibt gar nicht mehr so viele, die mit dem Auto kommen, kommen alle nur noch mit dem Rad oder dem ÖPNV oder fährt gar keiner mehr Auto und die Parkhäuser werden wirklich untergenutzt, erst dann macht es auch Sinn, über eine Umnutzung nachzudenken. Auch der Ideenwettbewerb ist zwar ganz charmant, aber das gibt es in anderen Städten auch schon, da kommt es auch immer wieder mal vor, dass ein Parkhaus nicht mehr benötigt wird. Und ob man dann da Wohnraum draus macht, wer es mag, ganz klar. Viel diskutiert ist ja im Moment auch, einen Teil der Plätze umzuwidmen als Fahrradparkhaus. Das sehe ich persönlich ein bisschen kritisch. Ja. Ich bin ja Hobbyradfahrer, nicht zwei wie ihr Profis. Aber wenn ich Rad fahre, dann geht es mir auch so tatsächlich, dass ich am liebsten bis direkt vor die Tür fahre oder bis direkt vor das Schaufenster. Und nicht irgendwo in ein Parkhaus, wo ich dann noch unter Umständen Gebühr zahlen muss. Das sehe ich noch als ganz kritischen Punkt, weil das Parkhaus muss ich auch finanzieren. Die Autos zahlen auch Gebühr. Ich gehe nicht davon aus, dass die Fahrradfahrer ihre Räder da umsonst drin parken. Und da bin ich nicht so richtig überzeugt, ob das so viele bereit wären zu machen. Andere Städte machen es vor. Niederländer, da gibt es ja auch, also selbst auch, glaube München, gibt es ja Fahrradabstellhäuser, überdachte. Das finde ich eine ganz gute Idee. Weil es gibt viele, gerade jetzt mit den E-Bikes, die sagen, naja, im Winter möchte ich nicht unbedingt, dass mein Rad zugeschneit wird oder wenn es regnet. Da hat man eigentlich das so ein bisschen in der Vergangenheit verpasst. Bei der Neugestaltung der Innenstadt war das ja damals für mich auch schon eine große Frage, was passiert denn mit den vielen Rädern, die in der Innenstadt parken? Und da hat man eigentlich damals faktisch schon zugegeben, es gibt kein Konzept, die sollen nach wie vor an den Seitenstraßen abgestellt werden. Also mit der Umnutzung der Parkhäuser, denke ich, das ist so der zweite Schritt vor dem ersten. Das ist was wir aktuell noch gar nicht in Angriff nehmen müssen. Und deshalb sind wir ja mit Ergänzungsantrag sozusagen eingegrätscht und haben es erstmal Stopp gesagt. Wir wollen das große Konzept haben oder zumindest ein Innenstadtverkehrskonzept. Und dann schauen wir, was wir machen. Und das Ganze ist ja auch das Thema, wie bezahlen wir? Denn die Parkhäuser bringen uns ja Geld. Und das Thema Geld hatten wir ja auch vorhin gerade eben gehabt. Geld brauchen wir, um unseren Haushalt zu stützen. Und deshalb ist es auch mal smart zu fragen, wie können sich Radfahrer, die ein Parkhaus nutzen oder umwidmen wollen, wie können sie vielleicht freiwillig daran beteiligen. Ich kenne das Thema Crowdfunding, wo Kommunen den Radfahrern die Möglichkeit geben, Abstellplatz, Winterabstellplatz, solche oder Ladestationen sich zu beteiligen. Also es wird ja keiner gehindert, selber sich einzubringen und auch wenn es finanziert ist. Ja, genau. Ein wichtiges Thema noch, kurz vorm Abschluss, ist der Genderstern. Das ist ja ein sehr aufwirbelndes Thema. Es war ja gerade auch in der Presse. Unser Ministerpräsident hatte dazu ein paar Worte gesagt. Er sieht es ja sehr kritisch. Wir wissen, in der Stadtverwaltung kommt es wahrscheinlich, der Genderstern. Was ist eure Meinung dazu, Jürgen? Also ich möchte mal unseren grünen Ministerpräsidenten mal loben, weil er genau erkannt hat, unsere deutsche Sprache wird dadurch kaputt gemacht. Ich verstehe natürlich die Intention des Gendersterns, aber wir wissen alle, dass im Thema der Barrierefreiheit sollte man sich das vorlesen lassen oder Lesemaschinen benutzen, der Genderstern ein Stern ist. Das wird dann heißen, liebe Kolleginnen, Stern, Kollegen oder umgekehrt, und das ist meiner Meinung nach nicht sinnführend. Wenn man da in dieser Richtung gehen will, um zu zeigen, der Genderifizierung entgegenzukommen, dann haben wir auch eine Idee. Und die Idee ist einfach, barrierefrei den Doppelpunkt zu verwenden. Denn der wird nicht gelesen in Lesemaschinen. Aber ansonsten muss ich ehrlich sagen, ich halte nicht viel davon, dass unsere Sprache verhunzt wird. Jürgen, es ist auch so, dass die
viele Frauen sich beschweren darüber, dass diese Dimension, dass Frauen gleichberechtigt sind wie Männer, dass diese Dimension damit zu kurz kommt. Dass es, der Fokus eher auf diese Minderheit kommt und nicht auf die Mehrheit der Frauen sozusagen. Deswegen glaube ich, dass der Doppelpunkt deutlich die bessere Lösung ist gegenüber dem Sternchen, weil es tatsächlich ideologisch überfrachtet ist. Aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, brauchen wir den Stern nicht, sondern wir brauchen eine klare Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, und das ist im Vordergrund. Genau, die Stadt Lübeck hat ja auch den Doppelpunkt meines Wissens eingeführt, auch Abgeordnetenwatch, Pressesprecher.de glaube ich auch. Es gibt ja einige, die den Doppelpunkt nehmen, das wäre also die, dadurch, dass es ja eingeführt werden würde oder wird, der gangbare Weg oder der... Die gangbare Alternative für uns. Ja, genau, die gangbare Alternative für uns. Genau, damit kommen wir zum Abschluss schon für heute. Wir machen eine kleine kurze Runde. Und die Frage ist, wo seid ihr weitergekommen bei euren Themen? Das ist so eine kleine kurze Abschlussrunde, die wir in jeder Folge einführen wollen. Und einfach mal was Positives, wo wir sagen, wir sind einen Schritt weiter. Petra? Also für mich sehr positiv war, als es um die Verhinderung dieses Bordells in der Wohnstraße in Knielingen ging. Da war ich persönlich vor Ort. Das war deine Aktion. Genau, mit den Anwohnern gesprochen. Ich war auch entsetzt, als ich dort war, wenn man dann wirklich sieht, so Spielstraße am Ende, den Spielplatz. Und da ist durch ein Versehen im Prinzip, hat die Verwaltung jetzt da genehmigt, dass da ein Bordell entstehen kann. Wir haben auch versucht, mit dem Betreiber zu sprechen, und aber letztendlich kam es doch aufgrund auch des öffentlichen Drucks dann, durch das, dass wir damit an die Presse gegangen sind, zu einem guten Ende, sodass dieses Bordell in der Spielstraße in Knielingen verhindert wird. Super. Freut mich persönlich ganz besonders. Ja. Jürgen? Also mein Thema ist Thema Sicherheit, und ich freue mich, dass das Thema stationärer Punkt in der Innenstadt nicht weggeschoben wurde. Er ist weiterhin im Fokus, und wir hatten ja schon den Erfolg mit dem Kriminalitätenatlas, der jetzt hoffentlich dieses Jahr wieder kommt. Und das nächste Thema, weil das der OB uns das Sicherheitskonzept ja versprochen hat für Oktober, würde dann die Crime Map sein. Also freue ich mich, dass wir da noch im Spiel sind. Die Crime Map ist was nochmal? Die Crime Map ist ganz einfach eine Map, in der man den Kriminalitätsatlas auf dem Handy sehen kann. Das passiert so, gestern waren, sag ich mal, Straftaten am Schlossplatz, und die erscheinen dann dort, und so kann man als fremder Bürger oder als Bürgerstadt sehen, aha, welche Stadtteile sind nicht so sicher, und es geht also in Echtzeit, und Stuttgart hat es jetzt vor kurzer Zeit eingeführt, ist ein Hinweis, und es zeigt auch immer wieder deutlich, Karlsruhe ist in großen Teilen eine sichere Stadt. Sehr schön. Friedemann? Ja, mein Thema ist der Werderplatz. Über Jahre haben wir immer wieder gefordert, dass der Alkoholverbot kommt, nachdem alle anderen Methoden gezogen haben, muss man sagen. Sozialarbeiter, Streetworker, alles hat nicht gefruchtet. Schließlich das Alkoholverbot verbunden mit AOC 2, AOC 3 und dem drogenakzeptierenden Aufenthaltsraum. Dieses Bündel von Maßnahmen hat gegriffen, und wir haben jetzt gefordert, dass dieser Zeitraum des Alkoholverbots im Jahr verlängert wird. Es geht ja momentan nur bis Oktober, und dann startet es wieder im April, und dieser Zeitraum soll verlängert werden. Unser Antrag ist auch bei vielen auf sehr guten Boden gefallen. Allerdings will die Stadtverwaltung zuerst noch prüfen, was es bisher nicht gebracht hat. Aus meiner Sicht her klarer Erfolg. Die Bürgervereine, alle haben gesagt, tolle Sache. Der Platz hat sich verändert in dieser Zeit. Und deswegen wird es sicher auch positiv weitergehen. Deswegen war der Antrag genau richtig und war ein guter Antrag. Super, gut. Vielen Dank in die Runde. Vielen Dank fürs Zuhören, und bis zum nächsten Mal.